Übertragung ist live. Na Wunderbärchen. Ist doch genau das, was wir hören wollten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Erstmal stumm stellen hier, dass ich mich nicht doppelt höre. Ui, hier sind ja schon voll viele online. Ist schon nach 18 Uhr. Oh oh, da kommen schon die ersten Beschwerden. Ja, sorry Leute, tut mir sehr leid. Ich hatte noch einige kleine technische Querelen hier. In diesem Sinne erstmal einen kleinen Drink aufmachen. Spendet für Kolja, wir müssen in Vorkasse gehen. Ah, stimmt, ja, absolut. Ihr könnt jetzt spenden auch hier im Chat. Sie sind immer herzlich willkommen. Was halte ich vom Flughafen PMI? Der Flughafen Palma de Mallorca ist einer der effizientesten und geilsten Flughafen der Welt. Da hat noch nie irgendwas nicht funktioniert. Und genauso die Betreibergesellschaft AENA könnte man sich auf jeden Fall mal angucken, die Aktie. Habe ich zum Beispiel im privaten Depot. Also müsst ihr selber wissen, ob ihr die kauft natürlich, aber AENA gefällt mir sehr gut. Ja, worum geht es eigentlich heute an diesem wunderschönen Sonntag, den 17. März 2019? Es geht einfach um so ein bisschen labern, ein bisschen chatten mit euch, ein bisschen Spaß haben, was ich so mit 20 Jahren anders machen würde, wenn ich dasselbe Wissen, was ich jetzt habe, halt vor 34 Jahren gehabt hätte, so mit Anfang 20 oder sogar vielleicht sogar vorher. Und aber ihr müsst mir mal erstmal ein bisschen schreiben, wie das mit dem Ton ist hier, ob irgendwie das zu doll rauscht vom Meer aus, ob es irgendwie anders Probleme gibt. Ich merke gerade, dass so ein bisschen Wind kommt. Na, das ist natürlich immer so das Problem. Wenn ja, dann muss ich das Ganze irgendwie kurzfristig hinein verlegen. Aber Ton ist gut, guter Ton, super, super, okay. Ich versuche mich natürlich mit meinen lauchmäßigen Schultern einfach dann vor den Wind zu stellen. Aber ja, dann fangen wir doch gleich einmal an. Ich habe mir auch fleißig Notizen gemacht und gehen so ein paar Punkte durch. Ich habe hier einmal den ganzen Bereich Investments natürlich. Dann haben wir den Bereich Business, Selbstständigkeit, alles, was halt mit irgendeiner Art von Geldverdienen zu tun hat. Wir haben den Bereich Bildung und wir haben den Bereich so, ja, Auswandern, Mallorca, Lifestyle und so. Also alles, was so uns interessiert, uns Kapitalisten im Endeffekt. Vor 34 Jahren mit Anfang 20, nee, vor 14 Jahren, sorry. Ich spreche zu laut. Okay, dann spreche ich natürlich ein bisschen. Oh, das schmeckt richtig geil. Wie Rhubarb mit Rhabarber. Kein Product Placement. Okay, also. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt, was ich anders machen würde mit Anfang 20. Und zwar, ich würde mich schon viel eher ganz und zu 100% auf mein eigenes Urteil verlassen bezüglich einigen Dingen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ob ich irgendwie mir einen Daimler hole oder einen BMW oder ob ich irgendwie, keine Ahnung, eher auf blonde Haare stehe oder auf Brünett, ja, sondern damit meine ich wirklich zentrale Lebensfragen, die wegweisend sind für die eigene Zukunft. Und ich gebe da einfach mal ein Beispiel, damit wird es klar. Immer dann, wenn ich bei wirklich wegweisenden Entscheidungen mich zu 100% auf mich verlassen habe und das gemacht habe, was ich tun wollte, dann hat es kurzfristig bis langfristig sich eigentlich immer positiv entwickelt. Und ganz häufig, wenn irgendwas sich nicht positiv entwickelt hat, dann, wenn ich das Ganze so zurückkurbel an den Anfang, an den Ursprung, dann war das häufig etwas, wo ich irgendwie gemacht habe, was jemand anders mir gesagt hat oder was irgendeiner Konvention entsprochen hat oder was in irgendeiner Art und Weise nicht aus mir selbst herauskam, sondern was halt extern so im Endeffekt vorgegeben wurde. Und ihr kennt ja wahrscheinlich den Unterschied zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation. Und das ist genau der Clou bei der Sache, weil das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass ich als Mensch irgendwie bessere Entscheidungen treffen kann als andere Menschen und die Tipps, die andere Leute mir geben, irgendwie schlecht waren oder so, sondern das hat viel mehr damit zu tun, dass wenn man halt die Dinge aus sich selbst heraus entscheidet und tut dann und auch dann bei diesen Entscheidungen bleibt,
dass man dann einfach tendenziell auch mehr Grund hat, dabei zu bleiben bei diesen Entscheidungen. Und wenn es eine Sache gibt, die ich finde, wirklich maßgeblich ist für langfristigen Erfolg, dann ist es die Fähigkeit, mit unnachgebendem Fokus bei einer Sache dabei zu bleiben und nicht aufzugeben. Und das ist eine Sache, die ich mittlerweile nicht nur bei mir selber merke, sondern, weil sonst könnte man natürlich immer auch sagen, Glück gehabt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und das kann man wahrscheinlich auch bei jedem Menschen, der in irgendeinem Bereich irgendwas geschafft hat, sagen, ja, zur richtigen, bis zu einem gewissen Grad. Aber dann gibt es ja immer die ganzen Beispiele von anderen Leuten um einen herum, die man noch mitbekommt, wo man dann merkt, okay, immer wenn gewisse Muster verfolgt werden und gewisse Dinge getan werden, dann funktioniert es anscheinend. Und ja, Brille kommt gleich ab, wenn die Sonne da hinten runter verschwunden ist und mich nicht mehr blendet, dann mache ich hier kurz den Brillenwechsel. Genau, das heißt, das ist der erste Punkt. Ich würde mich zu 100% auf das verlassen, was ich für richtig halte. Und das sind jetzt auch zum Beispiel bei diesen, auch bei jetzt noch Entscheidungen. Ich habe zum Beispiel ja meinen ersten Udemy-Kurs jetzt gemacht über Aktiensparpläne. Und als ich so angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, so recherchiert habe, dann liest man natürlich auch so in Foren oder in Facebook, so was andere Leute davon halten. Und viele Leute sagen dann irgendwie, ah, Udemy ist tot, die Plattform ist total scheiße oder die Kurse verkaufen sich dort nicht. Und man liest immer so ganz viel. Und dann könnte man so anfangen zu denken, das ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Und das ist eben dieser große Fehler, finde ich, dass man irgendwo was sieht, was man machen will, was man testen will und dann so richtig Lust drauf hat. Und dann kommt aber eine andere Person oder ein Feedback von irgendetwas anderes, die sagt so, nee, das ist eigentlich eine tote Plattform oder das funktioniert nicht mehr und so weiter. Und das kann ja gut sein, dass es nicht mehr funktioniert. Aber dann sollte man es trotzdem immer noch mal für sich selbst testen, finde ich. Und nicht einfach nur blind irgendjemand anderem glauben, weil es könnte sein, dass man hier die Chance seines Lebens verpasst hat und dann im Endeffekt wieder irgendwas anderes macht, was man eigentlich gar nicht will. Und ich teile jetzt mal kurz den Bildschirm, weil das ist ein echt geiles Video, was ich euch an dieser Stelle zeigen wollte. Moment, wo gehen wir hin? Bildschirm, gesamten Bildschirm übertragen, so, teilen, ja, für alle anblenden. Und zwar müsst ihr unbedingt mal dieses Video hier anschauen. Erstmal warten, bis wir dann drauf sind, hier. Und zwar nicht diesen Livestream, also den müsst ihr natürlich sowieso anschauen, aber es gibt dieses Video hier. What if money was no object? Ja. Und das ist halt so ein Video, also das Video an sich von den Bildern und so ist einfach nur so Stock-Footage. Also im Endeffekt, das ist jetzt nicht das Hauptkriterium, sondern das, was dieser Typ, ich glaube, der heißt Alan Watts, genau, Alan Watts, das ist halt irgend so ein spiritueller, keine Ahnung was. Und der spricht so in diesen 4,5 Minuten im Endeffekt darüber, dass man im Leben das tun soll, was man tun würde, wenn Geld keine Rolle spielt. Also du setzt dich einfach hin und überlegst dir, wie würde mein Leben aussehen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würde ich dann tun den ganzen Tag? Was würde ich machen? So, und dann kommen solche Sachen wie, ich will Pferdedompteur werden oder im Zirkus arbeiten oder Künstler werden oder irgendwo die Welt umreisen und so weiter. Ja, und dann sagt er, genau das macht man dann. Genau das fängt man an zu tun. Das heißt, natürlich kannst du vielleicht dir nicht am Anfang eine eigene Segeljacht leisten oder ein eigenes Schiff und so, aber du kannst zum Beispiel anfangen zu arbeiten auf einer Segeljacht und anheuern oder eine Ausbildung machen, dass du halt dort dich bewerben kannst oder einen Bootsschein anfangen zu machen. Und das heißt, du kannst in diese Richtung gehen. Und dann sagt er auch in diesem Video, was ich sehr richtig finde, dass man in den Bereichen, wo man dann halt seine eigenen Entscheidungen trifft und wo man sich halt richtig gut fühlt, auch in diesen Bereichen dann meistens am meisten Geld irgendwann damit verdient. Auch wenn das noch nicht mal das entscheidende Kriterium ist. Und da bin ich auch mittlerweile ganz anders, so vielleicht auch so ein bisschen anders, als ich noch vor einer gewissen Zeit war. Und zwar, dass ich nicht sage, es kommt irgendwie auf Profitmaximierung an und darauf an, irgendwie maximal viel Umsatz und Gewinn und so weiter für sich rauszuholen bei allen Sachen. Weil dann muss man ja immer gucken, man hat ja nur eine gewisse Menge an Zeit,
um auch mit Geld zu arbeiten und dann auch Geld auszugeben, okay? Und das bedeutet, ich habe lieber mehr Freizeit und mehr Zeit für mich und dafür ein bisschen weniger Geld, kann aber in dieser Zeit, über die ich verfüge, einfach viel mehr das machen, worauf ich Bock habe, okay? Und deswegen eine ganz wichtige Sache, die ich halt mit 20 schon ganz anders machen würde, ich würde mich von Anfang an auf meine eigenen Entscheidungen und auf mein eigenes Urteil verlassen. So, dann reden wir mal kurz über das Thema Geld, wo ich es gerade angeschnitten habe. Was ist denn, Leon? Okay, warum stehst du da? Willst du nicht mehr? Okay, und der nächste Punkt, reden wir mal kurz über Geld, wo ich ja auch gerade bei diesem Thema schon vorher war. Dieses Schamgefühl, was man hat, wenn man mit Leuten über Geld redet, und damit meine ich jetzt nicht über Geld im Sinne von einfach, wie viel kostet jetzt irgendwie ein neues Auto oder ein neuer Flatscreen-TV oder irgendwie Sonnenkram, sondern wenn man andere Menschen eine Dienstleistung erbringt oder erbringen möchte und diese Menschen dann fragen, ja, wie viel kostet das? Oder einfach in anderen Situationen, wenn jemand irgendwie dir Geld schenken will für irgendwas oder so, dass man so dieses Schamgefühl hat. Und ihr wisst ganz genau, was ich meine, denn jedem von uns wird dieses Schamgefühl im Endeffekt schon so ein bisschen so von Kindheit häufig antrainiert, dass man dieses Schamgefühl anfängt zu überwinden. Und das hätte ich schon eigentlich viel früher tun müssen, dass ich den Wert, den ich schaffen kann, einfach selber lerne zu schätzen, um eben auch mit Mut jemandem zu sagen, das kann ich, das mache ich und das kostet so und so viel. So. Und das war ein Problem, das hat mich extrem lange zurückgehalten, weil ich im Endeffekt von 2007 bis irgendwann 2012, 2013, also viele, viele Jahre im Endeffekt, vergeudet habe oder mich nicht vergeudet war es nicht, weil ich trotzdem viel gelernt habe, aber mich gebremst habe selber, weil ich einfach für die Dienstleistung, die ich erbracht habe, viel zu wenig Geld verlangt habe. Weil es mir immer unangenehm war, irgendwie über Geld zu sprechen. Wenn eine Kundin irgendwie beim Personal Training gefragt hat, ja, wie viel kostet es denn? Dann habe ich mich einfach nicht getraut zu sagen, so, ich fahre zu Ihnen, wir machen den Trainingsplan, wir erstellen dann anhand dieses Trainingsplans einen ganz genauen Ablauf, Mikrozyklus, Mesozyklus und so weiter, wie wir das Ganze durchführen. Ich habe die und die Trainingsgeräte. So, und das kostet 60 Euro pro Stunde. So, Abrechnung und so weiter kommt einmal im Monat. Ja, diese Selbstsicherheit, das zu sagen und dann auch zu liefern, ist genau das, was ich finde, eine extrem wichtige Fähigkeit ist. Sobald man anfängt rumzudrucksen oder man merkt irgendwie, man ist gar nicht das wert, was man eigentlich bieten möchte, wird es schwierig, ja. Und da dachte ich mir, ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, ein ganz aktuelles. Und das zeige ich euch deswegen nochmal kurz hier beim Stream. Ich werde jetzt heute auch ab und zu hier hin und her springen. Aber das fand ich einfach mal wieder so das perfekte Beispiel dafür, wie schnell es, was so der Unterschied auch zwischen Erfolg und Misserfolg halt eben ausmachen kann. Den gesamten Bildschirm genau wieder bitte teilen. Danke, YouTube. Und zwar geht es hier um Sabrina, okay? Und das ist jetzt nur so ein Beispiel aus dem Alltag. Ja, ich habe vor einiger Zeit versucht, dieses Bild hier zu malen. Könnt ihr es sehen? Ja, genau. Ich habe versucht, dieses Bild hier zu malen, weil ich diesen Film mit Al Pacino einfach mega feiere. Ich bin auch extrem dankbar. Ich saß damals in der U-Bahn in Berlin und da hat irgend so ein Spacko zu mir gesagt, bist du Scarface, weil ich halt so eine Narbe im Gesicht habe vom Hund, ne? Und dann meinte ich so, hey, Scarface? Und er so, hey, kennst du nicht Scarface? So, ja, du siehst aus wie der Typ. Und dann habe ich gedacht, so, okay, was auch immer, fahr zur Hölle. Und bin dann nach Hause gegangen und habe diesen Film geguckt und fand den halt mega geil. Und ich finde einfach dieses Poster mega geil. Und ich wollte dieses Bild schon immer selber mal malen. Und ich habe einfach gemerkt, nach so ein paar Versuchen, dass ich es nicht hinkriege. Also habe ich einfach neulich, vor einer Woche oder so, so eine Stellenausschreibung, kann man sagen, oder Projektausschreibung gemacht und habe halt gesagt, passt mal auf, Leute, wer von euch kann gut Bilder malen? Ich suche genau das und das und das, dieses Bild. Ja, und dafür, wenn es jemand mir gut malen kann, ich zahle 2.000 Euro, ja, was jetzt nicht unfassbar extrem viel ist, aber schon auch gar nicht wenig Geld, so, ne? Und dann
kam halt natürlich ganz viele Kommentare. Viele Leute haben andere Leute verlinkt und so. Und einige Leute haben halt so auch geschrieben, ja, ich würd das sehr gerne machen. Und einige Leute haben irgendwie sich beschwert sogar, die eine hier, die hat irgendwie gesagt, so die Art und Weise, wie die Anforderungen gestellt werden, sind unverschämt und so weiter, ja. Und eine ist halt sofort herausgestochen aus diesem Ganzen. Und das möchte ich kurz mal vorlesen. Und zwar ist das hier Sabrina, schöne Grüße. Und zwar hat sie geschrieben, Kolja, kann alle beschriebenen Punkte erfüllen und hätte auf jeden Fall Interesse dran. Ich garantiere dir, dass das Bild genauso aussehen wird, wie du es dir vorstellst. So, dann hat sie noch so ein paar Bilder von sich gepostet, wie gut sie halt malen kann, sodass ich mir genau einen Eindruck machen konnte. Haben andere natürlich auch gemacht, ja, aber das ist eben der Unterschied. Hier unten hat sie dann nochmal geschrieben und das ist eben der Unterschied, diese Selbstsicherheit, so dieser Instinkt, zu sagen, ich will das unbedingt und ich garantiere dir, dass ich genau weiß, was du willst, um das zu machen und so. Und das ist eben genau das, was den Unterschied ausmacht, dass manche Leute halt einfach sagen, ja, es wäre ganz schön, es wäre ganz toll, ich könnte es vielleicht machen oder vielleicht könntest du dich ja mal bei mir dann melden, wenn ich Zeit habe, gucke ich mal drüber, ob ich nicht ausgebucht bin. Und dann gibt es halt eine Person, die einfach sagt, ich weiß genau, was du willst, ich finde es raus, wann können wir telefonieren und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und das ist diese Eigenschaft, diese Fähigkeit zu sagen, ich bin 2000 Euro wert, um so ein Bild zu malen oder ich bin halt so und so viel Euro wert, es geht genauso gut, wenn man angestellt ist, um beim Chef bei der Gehaltsverhandlung zu sagen, pass mal auf, du hast genau gesehen, was meine Leistung war in den letzten 6 Monaten oder im letzten Jahr, da muss man sie natürlich auch erbracht haben, ja, und dann aber auch einfach zu sagen, ich bin so und so viel wert, das kostet, zahl mir das jetzt. Und ja, guckt euch selbst in diesen Situationen an, guckt um euch herum und ihr werdet sehen, es gibt nicht so viele Leute, die das beherrschen, die einfach sagen können, ja, zack, passt auf, Leute. Übrigens, ja, bestes Beispiel, noch heute, 17. März, gibt es 50 Euro von der Comdirect geschenkt, wenn ihr euch ein Depot eröffnet, zusätzlich zu den 10 Free Trades. Das heißt, wenn ihr gerade dabei seid, euch ein Depot einzurichten, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr das über mich tut, weil so verdiene ich mein Geld hier auf diesem Kanal, so finanziere ich das Ganze. Und wenn es euch nicht passt, dann macht es halt nicht, macht es irgendwo anders oder auch nicht. Aber ich brauche mich dafür überhaupt gar nicht rechtfertigen, warum ich Geld verdiene, warum ich gern viel Geld verdiene. Und dann ist alles toll. So, das muss man einfach zu jemandem sagen können. Das war jetzt eigentlich ein gutes Beispiel, gleich die Werbung mit eingebaut, ja. Aber ich denke, dieser Aspekt ist klar. Und ihr werdet gar nicht glauben, da könnt ihr euch mal auch so ein bisschen in Jack Nasher reinschauen. Also Jack Nasher bei Audible zum Beispiel hat er richtig krasse Bücher über so Verhandlungen und über Selbstbewusstsein und so weiter. Und der sagt richtig, richtig interessante Dinge, was das betrifft. Auch in der Wahrnehmung, wie andere Leute halt einen einfach wahrnehmen. Und wenn man halt selbstsicher ist und von sich selbst überzeugt und jemand im Verkaufsgespräch das auch gut darlegen kann, sind Menschen eben viel eher dazu bereit, sich für dich zu entscheiden. Und es ist, wie gesagt, egal, ob im Verkaufsgespräch oder halt irgendwie beim Telefonat am Fitnessstudio oder auf der Arbeit, weil alles, was wir machen, ist im Endeffekt ständig verkaufen, ja, eine Art von Verkaufen, die Überzeugung von einer Idee zum Beispiel, ja. Und deswegen sollte man das lernen und ich hätte es noch viel früher machen sollen, sondern dann wäre ich nicht so lange abgelost wahrscheinlich oder wäre einfach viel schneller vorangekommen. Das ist deswegen eine weitere Sache, die ich hier mit euch besprechen wollte. Dann eine ganz andere wichtige Sache, kann man so ein bisschen vermischen mit Investitionen und Bildung allgemein, dass man Investitionen, die dringend notwendig sind, nicht aufschiebt. Und zwar unter keinen Umständen, auch wenn sie teuer sind, auch wenn man irgendwie in dem Moment irgendwie denkt, so, oh, so viel Geld müsste ich jetzt da. Wenn du weißt, es ist die richtige, wichtige Investition, die du jetzt machen musst, dann tu sie und zwar immer sofort. Das ist jetzt nicht direkt auf den Aktienmarkt bezogen, sondern in diesem Fall ist es bei mir zum Beispiel, beim Fitnessfach wird so gewesen. Und zwar, ich habe ebenso schon erzählt, ne, mit diesem so viel zu wenig Geld verdient und so weiter. Und der Punkt, der auch dazu geführt hat, dass ich mich irgendwann wertig gefühlt habe, um so viel Geld zu verlangen, war einfach diese Ausbildung zum Fitnessfachwirt. Und ich habe schon, bevor ich die dann angefangen habe zu machen, ich glaube, das war erst 2011 oder so, ja, das war richtig spät,
habe ich erst die angefangen zu machen. Ich habe schon vorher, schon immer wieder war ich mal auch bei einem Bewerbungsgespräch für einen Fitnesskaufmann, ja, was so eine ähnliche Ausbildung ist, wo man aber auch in dem Betrieb parallel dann schon arbeitet und so. Habe ich mir immer wieder diese Ausbildung angeschaut und ich habe im Endeffekt so viel Zeit verschwendet, weil ich es einfach nicht gemacht habe, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich es tun muss. Ja. Und da ist auch so der Punkt, wo ich das ein bisschen anders sehe als viele andere, was zum Beispiel die Aufnahme von Krediten angeht, ja, dass man zum Beispiel einen Bildungskredit, den man ja häufig auch gefördert bekommt von der KfW-Bank oder eben von irgendwelchen anderen Organisationen oder halt eben zinslose Darlehen oder Meister Burfeck in meinem Fall und so weiter, dass man eben, was Bildung betrifft, natürlich nicht irgendwie einen 120.000-Euro-Kredit für Harvard oder so aufnehmen sollte. Also das ist, da bin ich wieder nicht so der Meinung, dass es sinnvoll ist. Aber wenn es irgendwie sich um 5.000 oder 6.000 Euro handelt oder so, was im Fitnessfachwirtfall waren es irgendwie 7.000 Euro, aber ein Drittel wurde komplett übernommen vom Steuerzahler, schönen Dank an dieser Stelle, und den Rest habe ich als Kredit bekommen, dann würde ich sofort wieder machen. Würde ich gar nicht drüber nachdenken, ja, wenn ich so eine Rate von 60 Euro, die ich im Monat, dann muss ich halt einfach ein bisschen mehr arbeiten und schon kann ich das bezahlen. Und deswegen, und das betrifft aber auch so kleinere Sachen, wie irgendein Equipment oder dass halt der Julian zu mir sagt, so, ja, deine Snapchat-Stories, die hängen immer voll, dein Handy ist zu scheiße und ich brauche irgendwie 3 Monate, um mir ein neues Handy zu kaufen. Das kann einfach nicht sein, ja. Das heißt, wenn man was Wichtiges hat, dann, und du weißt, es ist wichtig, dann zögere nicht das Investment raus, sondern gib Gas. Vielen Dank an Thomas, den Sparkojoten, der hat mir gerade 4,2 Schweizer Franken gespendet. Seht ihr, wieder ein bisschen Geld verdient. Also, der nächste Punkt, den ich auf jeden Fall anders machen würde. Das heißt, vieles von dem, was ich jetzt sage oder noch sagen werde, bezieht sich einfach auf diesen Zeitpunkt. Ja, dass man sagt, okay, wenn man schnell Dinge erreichen will und nicht erst mit 60 oder 70 irgendwann finanziell unabhängig werden will, dann hat man auch in gewissen Aspekten nicht so viel Zeit, die man vergeuden sollte. Und da muss man einfach bei gewissen Dingen einfach auch ein bisschen so Härte sich antrainieren, dass man einfach sich durchsetzen kann, wie in diesem Fall. So, der nächste Punkt. Noch eine Sache, die so ein bisschen dieses Thema Bildung und so und Lebensweg und so weiter betrifft. Und zwar ist das Thema Selbstständigkeit und Einkommen. Ja, ihr wisst ja alle, Cash is King, ganz klar. Ohne Cash ist alles scheiße immer im Leben. Das ist jetzt ein Zitat, was ihr gerne bringen könnt. Ohne Cash ist alles scheiße. Ja. Und mein Fehler, den ich jetzt, wenn ich jetzt zurückblicken würde, auch nicht wiederholen würde, beziehungsweise was ich anders machen würde, ich hatte mit so Anfang 21 ein gutes Vermögen von 25.000 Euro angespart, alles durch die Bundeswehr, und habe dann dieses Vermögen, diesen Kapitalstock, statt ihn zu erhalten und zu pflegen, zwar einerseits nicht verschwendet und vergeudet, weil ich habe ihn ja investiert dann in mein Studium, aber ich hätte auch besser damit noch umgehen können und würde es heute ganz anders machen. Ich würde nicht mehr diesen Kapitalstock aufbrauchen. Ich würde also nicht irgendwie einfach, und da habe ich mich so ein bisschen zu naiv am Anfang ausgeruht und gesagt, ach, ich kriege das schon alles hin mit der Selbstständigkeit, denn ich habe ja noch 25.000 Euro in der Rückhand und da kann ich mich jetzt erstmal voll aufs Studium konzentrieren und ich kann ja von diesem Kapitalstock, den ich habe, auch zehren sozusagen. Und das ärgert mich einfach enorm, weil das hat mich auch eine Menge Zeit gekostet. Natürlich ist es wichtig, zu investieren in die eigene Bildung, aber ich denke, ich würde es heute trotzdem schaffen, auf irgendeine andere Art und Weise, zum Beispiel, indem ich halt einfach in einem Fitnessstudio noch mich beworben hätte und einfach parallel gearbeitet hätte, statt irgendwie mit Network-Marketing anzufangen damals, ja, habe ich tatsächlich gemacht, und irgendwie zu glauben, ich werde innerhalb von 3 Jahren irgendwie Doppel-Diamant-Status, weil ich irgendwelchen Leuten Nahrungsergänzungen verticke, ja, hätte ich einfach normal weiterarbeiten sollten für irgendeinen 8, 7, 9 Euro Stundenlohn und einfach Stunden klotzen, ja, und dann hätte ich trotzdem studieren können und hätte nicht mein ganzes Kapital einfach ausgezehrt bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich tatsächlich, das habe ich ja euch auch im Buch dann gezeigt mit den Screenshots und so weiter, auch bei Facebook mal geteilt, bei Instagram glaube ich auch, dann irgendwie 2009 an dem Punkt war, wo ich einfach so, ja, kein Geld mehr hatte und dann immer von der Hand in den Mund. Und immer, wenn man in dieser Situation ist, von der Hand in den Mund,
Ja, dann kennt ihr auch dieses Rolltreppenbeispiel. Dann muss man halt einfach rennen, ackern. Und es ist halt viel schwieriger, wieder ein Momentum aufzubauen, als wenn man halt ein bisschen Kapital noch hat, ja. Und das ist deswegen eine Sache, die ich auch ganz anders machen würde, ja. Jetzt würde mich mal interessieren, dass ich mir nicht komplett auch den Mund fusselig rede, was ihr so anders machen würdet jetzt, wenn ihr so 10 Jahre zurückgeht, was würdet ihr anders machen? Kolja, wie oft gehst du eigentlich zum Sport? Aktuell eigentlich jeden Tag. Irgendeine Art von Sport mache ich eigentlich immer. Entweder halt gerade aktuell Tennis. Ich habe jetzt immer 3-mal die Woche Tennis. Und dann gehe ich halt noch ansonsten entweder noch joggen oder halt ins Gym und mache Kraftsport. So. Genau, also eine andere Option habe ich mir tatsächlich auch gedacht, wäre zum Beispiel gewesen, statt dass ich FEDL mache bei Bund, dass ich einfach SAZ4 gleich mache, dann wäre ich noch 2 Jahre länger bei der Bundeswehr geblieben, hätte richtig gut weiterhin Geld verdient noch und hätte in dieser Zeit wunderbar noch Zeit gehabt, mich umzuorientieren und zu sagen, was will ich danach studieren, hätte schon die Weiterbildungsmaßnahmen in der Bundeswehr selber nutzen können und so weiter. Also das wäre eine Sache, über die ich jetzt, wenn ich jetzt zurückspulen würde, halt tatsächlich nachdenken würde, ja. Okay, freue mich auf die Invest. Ja, ich freue mich natürlich auch auf die Invest. Alles so wie damals, schreibt die Yoga-Tussi. Okay. Kalimera. Was ist denn Kalimera? Ich bin auf jeden Fall an beiden Tagen auf der Invest. Ja, ich gucke auch Tennis, aber jetzt nicht so übertrieben intensiv oder so. Ich gucke mir gerne, es gibt so einen YouTube-Kanal, ich gucke mir jetzt in Indian Wells und so, gucke ich mir auch die Zusammenfassung der Spiele zum Beispiel an, aber ich gucke jetzt nicht irgendwie so komplette Matches, außer natürlich dann bei den Grand Slam Turnieren, wenn jetzt irgendwie geile Matches anstehen, dann ziehe ich die natürlich auch noch rein, ja. Okay, dann, ja, kommen wir mal jetzt so ein bisschen zu diesem Thema Investment. Da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen, weil viele von den ganzen Dingen, die wisst ihr alle schon, ja. Es ist natürlich vollkommen logisch und es ist auch bei jedem gleich, ja. Wenn man mit dem heutigen Wissen ganz am Anfang schon angefangen hätte, dann würde man, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, nicht Penny Stocks handeln. Dann würde man auch nicht ständig hin und her macht Taschen leer betreiben. Das ist ein Punkt. Einfach, wenn ich mir angucke, die Aktien, die ich jetzt von damals noch habe, sei es Disney, sei es eine Hannover Rück beispielsweise, ja, habe ich auch jetzt neulich mal wieder gesehen, wann ich die eigentlich gekauft habe, für knapp 37 Euro irgendwann 2011 oder so, ja. Dann sei es nicht nur Disney, sei es eine Henkel beispielsweise, sei es eine Apple und so. Viele, viele Aktien, die ich schon lange halte, die sind einfach so gut gelaufen, dass sie die Verlustaktien mehr als ausgeglichen haben. Und hätte ich zum Beispiel einfach die Infineon-Aktie, die ich als meine erste Aktie hatte, hätte ich die behalten, ja, das wäre einfach eine Rendite von ein paar tausend Prozent jetzt gewesen, okay? Und deswegen natürlich hätte Fahrradkette, aber darum geht es ja im heutigen Stream. Ich würde halt einfach Aktien nicht mehr so häufig verkaufen. Manchmal gibt es auch Verkaufsgründe, aber ich würde halt auch diese Einstellung von wegen, ich investiere jetzt an der Börse, um irgendwie daraus dann in ein paar Monaten ein Einkommen zu generieren oder irgendwie um Geld zu verdienen an der Börse. Allein dieser Mindset finde ich nicht richtig, dieses, dass ich Geld verdiene an der Börse, sondern ich will eigentlich Geld anlegen an der Börse, okay? Und nicht irgendwie innerhalb von kurzer Zeit damit schon Geld verdienen, indem ich halt ständig Geld wieder rausnehme. Dann kommen halt eben die Zinseszinseffekte gar nicht zum Tragen. Das will ich euch jetzt mal kurz darstellen. Dazu habe ich nämlich wieder was Kleines vorbereitet. Und wir machen wieder eine kleine Teilung hier. Ja, Umverteilung nicht natürlich, sondern nur eine normale Teilung. Umverteilung mögen wir hier gar nicht auf dem Kanal. Das können die bei Aufstehen machen, obwohl ja jetzt auch nicht mehr so wirklich Zinsen berechnen. So, und jetzt habe ich hier mal so eine kleine Rechnung für euch, muss ich jetzt nochmal angeben, aber und zwar, ihr kennt ja dieses Beispiel mit diesen 100.000 Euro, ja, einfach mal um zu zeigen, was es bringt, wenn man früh anfängt. Jetzt haben wir jemanden, der es schafft, 1.000, 10.000, 100.000, der bis zum 30. Lebensjahr, weil er clever spart, weil er viel Geld verdient, schon nebenher und so weiter, 100.000 Euro an Kapital angespart hat. Ist jetzt keine Summe, die mal ebenso nebenher entsteht, aber ist, wenn man wirklich reinhaut, definitiv machbar. So. Und der legt dann diese 100.000 Euro in so ein ETF an für durchschnittlich 7% Rendite.
und das Ganze 35 Jahre, also bis zum klassischen Renteneintrittsalter mit 65. So. Und der hat dann, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, er reinvestiert ständig und lassen jetzt die Steuern beiseite, weil wir gleich beim anderen Beispiel die auch beiseite lassen und jetzt berechnen wir das Ganze. So, dann sehen wir, er hat hier so einen Kapitalendwert von 1.067.000 Euro. So, und das Pendant dazu, um das zu zeigen, ist eben nicht diese Einmalanlage mit 30 Jahren, sondern den anderen zu zeigen. Dafür brauchen wir dann den Sparrechner, den anderen zu zeigen, der einfach gar nichts macht, bis er 30 ist und dafür dann aber ab dem 30. Lebensjahr bis zur Rente 10.000 Euro im Jahr einzahlt. Das heißt, 10.000 Euro, zack, 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 zahlt er jedes Jahr ein, nicht jeden Monat, das wäre natürlich schön, macht natürlich dieselbe Rendite wie der andere Kollege, aber ihr wisst schon, wohin sozusagen dieses Beispiel geht. Ja? Wir machen mal eine Berechnung. Zack. Und wir haben, nee, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Sparrate jährlich, Zinssatz. Ah, genau, Ansparzeit. Natürlich 35 Jahre, nicht 7 Jahre. Sorry. Wir berechnen das Ganze. Der Bildschirm noch übertragen. Ja, wunderbar. Wir berechnen das Ganze und haben hier, aha, werdet ihr sehen. Siehst du, der hat mehr Kapital. Der hat 1.400.000. Das heißt, der hat mehr Kapital als der andere, der hat knapp 400.000 Euro mehr. Aber jetzt kommen zwei wichtige Punkte. Schaut mal, wie viel er eingezahlt hat. 350.000 Euro und der andere hat einfach mal 100.000 Euro nur eingezahlt. Das ist der erste Punkt. Das heißt, es dauert für diesen Menschen hier einfach ewig, um das wieder aufzuholen, weil er einfach so spät anfängt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den anderen, merkt euch diese Zahl von 1.400.000 Endkapital bei einer Investitionssumme von insgesamt 350.000. Gehen wir jetzt zurück auf den, oh, jetzt muss ich das wieder machen, gehen wir mal auf 130.000 zum Beispiel, also nur 30.000 Euro mehr, gehen jetzt auf einen Zinssatz von 7, gehen jetzt auf 35 Jahre, nicht 37, wir wollen ja nicht schummeln, und berechnen das Ganze jetzt, dann wird das schon ungefähr gleich sein. Ja, dann ist er schon fast dran und ich wette, wenn man jetzt noch 10.000 Euro mehr eingibt, dann hat er ihn rausgeknallt. Ja, so sieht es nämlich aus. So, das heißt, mit einer Investitionssumme von 140.000 Euro, das ist weniger als die Hälfte, die er dann investiert hätte, hätte er am Ende schon mehr Kapital. Und das ist einfach nur, natürlich muss man jetzt immer berechnen, diese Beispiele sind immer so ein bisschen plastisch und so, aber trotzdem finde ich, ist es ein sehr gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, was der Unterschied ist zwischen früh anfangen und eben später erst anfangen. Und wenn man sich dann auch noch vergegenwärtigt, dass viele Leute ja noch nicht mal mit 30 dann wirklich konsequent an, also schön wäre es, wenn die meisten Leute 10.000 Euro jedes Jahr an der Börse investieren würden, da gibt es auch immer so einen Denkfehler, dass viele Leute dann sagen, ja, das wäre dann voll scheiße, dann gäbe es gar keine Aktien mehr und das können gar nicht alle in unserem System finanziell frei werden, so, weil die immer so glauben, dass sozusagen, wenn jetzt, also dieses Weltbild, was man ja hat an dieser Stelle, das ist so ein wichtiger Punkt, deswegen gehe ich da ganz kurz drauf ein, dieses Weltbild ist ja, dass quasi, wenn alle Leute finanziell intelligent wären und besser gebildet wären, dass dann die Welt schlechter wäre und das System sozusagen nicht mehr funktionieren würde. Das ist natürlich kompletter Quatsch, weil was man da nicht berücksichtigt ist, dass wenn auf einmal alle Menschen in Deutschland eine Börseneuphorie entwickeln und zwar eine fundierte Börseneuphorie, nicht mal eben so Telekom-Aktie, boah geil, ich kaufe jetzt ein bisschen, sondern eine wirkliche Börseneuphorie langfristig zu investieren, dass dann natürlich auch die gesamte Produktivität enorm steigern würde, viel mehr Unternehmen gegründet werden, eine ganz andere Kultur und viel mehr IPOs und so weiter stattfinden würden und somit der Kuchen natürlich anwachsen würde. Das heißt, genau die Leute, die sagen, es kann in diesem System nicht funktionieren, dass jeder finanziell frei wird, genau diese Leute sind die gleichen Leute, die sagen, im Endeffekt indirekt, es kann niemand nur reich werden, wenn er einen anderen arm macht. Weil die einfach vergessen, dass je mehr Leute produktiv an irgendetwas arbeiten, desto größer wird eben der Kuchen insgesamt. Und das ist natürlich in diesem Fall genauso. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Früher angefangen hätte ich.
Und ja, das war es eigentlich auch zum Thema Aktien und Investments. Ansonsten gibt es da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Was hätte ich damals denn angemacht? Versuchen natürlich, die ganzen Fehler zu vermeiden. Hin und her macht Taschen leer. Nicht herumzocken, grundlos, weil das einen eben auch aufhalten kann. Und ansonsten, ja, jetzt können wir natürlich noch so ein bisschen diskutieren und gucken, was ihr so alles anders gemacht hättet. Oder ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen oder Kommentare abgeben, was ihr von dem haltet, was ich gesagt habe. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, wenn ich mich so in Mallorca umschaue und so überlege, wen ich alles so kennenlerne aktuell hier auf der Insel, was so für Projekte entstehen, was einfach so für, sag ich mal, ja, wie soll ich das beschreiben, was so für ein Momentum sich halt gerade aufbaut hier, dann war das einfach zu 100% die korrekte Entscheidung und ich würde es definitiv nicht anders machen, sondern ich würde definitiv wieder auf die Insel auswandern, ja. Warum empfiehlst du nicht mehr Unternehmertum? Also ich würde mich niemals gegen Unternehmertum aussprechen. Ich bin im Gegenteil, also ich feiere alle Leute, die nebenher anfangen, gerade wieder auf Instagram, auf einem privaten Account mit jemand geschrieben, wie heißt der nochmal, Zinskraft, der halt neben seinem Training und so halt richtig Gas gibt und viele Sachen mit FBA und was weiß ich macht. Im Gegenteil, ich finde die heutige Zeit, die erlaubt uns so unglaublich massiv viel, coole Dinge auszuprobieren im Internet und auch in anderen Dingen. Mein Freund Henrik hat zum Beispiel gerade einen Waschsalon in Karlsruhe eröffnet, ja, und macht schon echt gute Renditen mit diesem Waschsalon. Und das Interessante ist auch wieder, die nutzen diese Amazon-Logs, hat er mir erzählt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber die nutzen zum Beispiel Amazon dafür, um diesen Waschsalon auch zu betreiben, wenn halt gar keiner von denen mehr drin ist, sodass es halt automatisiert funktioniert. Und es ist halt wieder auch so ein schönes Beispiel, was zeigt eben, dass man mit kreativen Ideen eben nicht diesen Punkt hat, dass Amazon Retail komplett kaputt macht, sondern dass halt Retail auch Amazon nutzen kann, um eben besser abzuschneiden, ja. Und also das ist eben nicht nur dieser Online-Bereich, den man heutzutage mit wenig Kapital eigentlich gut antesten kann. Es gibt viele Leute mittlerweile, die Airbnb nutzen und selbst Airbnb-Wohnungen vermieten, die ihnen selber gar nicht gehören. Also ein Unternehmer, so, der denkt, der sieht irgendwas, und dann überlegt er sich, wie kann ich das effizienter oder besser oder produktiver machen? Oder ganz häufig ist es auch so, da habe ich auch jetzt schon immer mal wieder so Beispiele von erlebt, dass man irgendwie überlegt, man lernt viele, viele Leute natürlich kennen und dann auf einmal fällt dir so ein, ich kenne ja eigentlich den und dann kenne ich ja noch den, die müssten eigentlich dich mal treffen, das könnte interessant werden. Und dann ruft man den einen an oder connectet die irgendwie auf Skype und sagt so, ey, ihr müsstet euch mal treffen, so. Und irgendwann, so ein oder zwei Jahre später, siehst du so, dass die voll das geile Projekt gestartet haben, ja. Und das ist halt auch Unternehmertum, dass man einfach sagt, okay, man hat irgendwelche Ressourcen und die verbindet man zu etwas anderem und daraus entsteht wieder was Neues, was auf einmal funktioniert, ja. Und also ich habe mich da nie irgendwie gegen geäußert, ja. Was du vielleicht meinst, ist dieses eine Video, wo ich halt gesagt habe, so, mich kotzt es an mit diesen ganzen, so von wegen Unternehmertum, MLM, Entrepreneur, Lifestyle-Kram, so von wegen, ich mache jetzt die 100-milliardenste Instagram-Seite mit ganz vielen Diamanten obendrauf und erzählen allen, dass sie halt mit diesem MLM-Scam reich werden oder so. Und dann mache ich einen auf Entrepreneur, das ist das, was ich dann meinte. Ah, vielen Dank, hier hat der Peter 5 Euro überwiesen, gerade gespendet. Vielen Dank an dieser Stelle. Davon kaufe ich mir dann vielleicht tatsächlich eine neue Aktie von Xiaomi oder habe ich es jetzt endlich mal richtig ausgesprochen. Wie viel kostet eine Zwei-Zimmer-Wohnung auf Malle? Kann man pauschal natürlich nicht beantworten und weiß jetzt nicht, ob du Miete oder zum Kaufen meinst. Aber eine Zwei-Zimmer-Wohnung auf Malle, die kostet genauso viel wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Es hängt einfach immer davon ab, ob es in Berlin Marzahn ist oder halt in Zehlendorf oder in Grunewald. Ja? Also es kommt einfach extrem auf die Gegend an. Diese Wohnung hier zum Beispiel, die ich sehr geil finde, die habe ich auch damals unter anderem deswegen bezogen, weil die halt einfach so extrem günstig im Verhältnis war zu nur, also ein paar Orte weiter hinten ist halt Portals, Puerto Portals, so wo immer die Marcel Remusse und Oliver Kahns dieser Welt halt ihren Kaffee trinken. Ist auch eine sehr geile Gegend halt und gefällt mir auch sehr gut dort. Aber da
würde ich halt für die Wohnung, die ich jetzt hier habe, abgesehen davon, dass es da leider nicht so eine geilen Hochhäuser gibt, und ich liebe halt Hochhäuser, ist, würde ich halt immer so locker mal das Doppelte zahlen. Und es ist aber nur zwei Orte weiter, ja. Und klar, ist halt, Magaluf hat halt nicht so den besten Ruf, aber was interessiert nicht so immer der Ruf, den irgendwelche anderen Leute von irgendwas anderem haben. So, ich persönlich, ich feiere es halt total hier. Jetzt kann ich natürlich in so ein, zwei Monaten, könnte ich jetzt um diese Uhrzeit hier draußen keinen Livestream mehr machen. Ja, dann wird es ein bisschen zu laut. Aber ansonsten, also eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eine richtig gute Zwei-Zimmer-Wohnung kriegst du schon ab 400, 500 Euro Miete, wenn du gut guckst, ja. Das ist eigentlich kein Problem. Okay, ja. Alles klar, Leute. Habt ihr noch weitere Sachen? Schreibt mal so ein bisschen, nicht irgendwie so, was hältst du von Bayer-Aktie, sondern was, so schreibt mal so ein bisschen, was hättet ihr damals anders gemacht oder was habt ihr gelernt? Also ich bin 23 und habe 10.000 Euro zum Investieren auf der Seite, was am besten tun. Ja, geil, erstmal Glückwunsch dafür. Ich würde mich einfach erstmal weiterbilden, vielleicht so ein, zwei Bücher, zum Beispiel das von Gerd Kommer kaufen und dann entscheiden, wie viel davon ich jetzt unbedingt brauche und wie viel davon ich investieren möchte. Was ist denn, Leon? Was da steht. Was wo steht? Lass mich kommen. Okay, Leute, ich muss mal kurz meinem Sohn helfen. Ich komme gleich wieder. Ja, ist halt so. Manche muss man Geduld haben, dann klappt's. Ja, einfach Geduld haben. So, bin wieder da. Sorry dafür, aber bin gerade mit meinem Sohn hier alleine und da muss ich mich natürlich um den kümmern. Und deswegen ist der Stream auch jetzt gleich so in 5 Minuten vorbei. Dann werden wir nämlich noch ein bisschen Essen machen und dann geht's auch schon irgendwann ins Bettchen. Bin ich mit 37 Jahren zu alt für die ETFs? Nee, also auf keinen Fall, auf keinen Fall. Es gibt im Endeffekt, schau dir mal Beate Sander an. Die, mit der habe ich ja einige Podcasts schon hochgeladen. Kommt demnächst auch wieder mal ein Podcast mit ihr über China-Aktien. Und die hat erst mit 58 oder so angefangen und hat selbst dort noch jetzt, also mit 80 immer noch am Start. Also selbst wenn du halt mit 50 erst anfängst, hast du ja immer noch locker 20, 30 Jahre oder mit steigender Lebenserwartung sogar noch länger, wo du von Aktien profitieren kannst. Also ich finde, 37 ist natürlich jetzt nicht, ist natürlich nicht das beste Alter, ja, aber, also zum Investieren meine ich jetzt, zum Leben ist natürlich viel geiler als die Studentenzeit, finde ich jedenfalls. Also wenn ich das vergleiche, so, oder die Schülerzeit immer früher, so, wenn man so immer so zum Mediamarkt musste, oder wie hieß es damals noch, zu Promarkt musste, um so nach der Schule so PlayStation zu spielen, weil man einfach so verdammt arm war und sich nie irgendwie so ein PlayStation-Spiel leisten konnte, ja. Nee, also mit 37, los geht's, ja, also das sehe ich überhaupt gar kein Problem. Ab welchem Alter sollte man frühestens mit Unternehmensgründung anfangen? Ja, das sind auch immer so schwierige Sachen. Ich würde natürlich, immer wenn es halt finanziell auch eine Rolle spielt, also dass man halt Geld braucht für irgendeine Idee, würde ich halt immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade von wem ich halt mir das Geld am Anfang irgendwie besorge oder leihe. Aber ansonsten gibt es da eigentlich kein pauschales Alter, was man irgendwie sagen kann. Also manche Leute, die fangen extrem früh an, mit 14 oder sogar 13, so, und bauen richtig was Krasses auf, ja. Und andere Leute, die brauchen vielleicht erstmal ein bisschen länger oder die wollen erstmal bei anderen irgendwo mitarbeiten und irgendwo selbst irgendwo Erfahrung sammeln. Und wiederum andere, die brauchen irgendwann am Anfang vielleicht erstmal so einen Mentor, der sie in die richtige Richtung schubst. Das war bei mir nämlich genauso. Ich habe also mir mit Unternehmertum und diesem ganzen Kram einfach überhaupt nie Gedanken gemacht, bis dann halt irgendwann mein Coach damals halt angefangen hat zu sagen, ja, überleg dir doch das ganze Personal Training mal und so. Ich glaube, du hättest da echt Potenzial und so, ne? Und also das würde ich jetzt nicht irgendwie an irgendeinem Alter festmachen oder so. Okay. Man spricht es Xiaomiu. Xiaomiu? Xiaomiu. Okay. Xiaomiu.
Xiaomi, das klingt auch nicht schlecht. Xiaomi. Ja, der Thomas zum Beispiel, der Sparkoyote, der hat auch einen super YouTube-Kanal. Den müsst ihr unbedingt auch folgen, wenn ihr auch aus der Schweiz kommt oder auch allgemein. Der macht es auch richtig gut. Der ist ja so Programmierer und so nebenher und ist auch echt schon gut dabei, muss ich sagen. Also das sind so genau diese ganzen Leute, die man so nach und nach kennenlernt, wo man merkt, boah, krass, ja, junge Leute, die geben heutzutage schon richtig Gas teilweise. Oder der Jonathan mit seinem Kollegen, dem Michael Jakob. Ja, ich meine, der Michael Jakob, der ist ja sowieso vollkommen crazy. Der hat einfach mal so die erfolgreichste Mathe-App der Welt aufgebaut, schon mit extrem jungen Jahren. Also da muss man natürlich immer aufpassen, weil manche Leute sind natürlich auch so eine Supertalente oder haben einfach extremes Glück oder waren halt am perfekten Zeitpunkt, am perfekten Ort. Da darf man sich jetzt noch nicht demotivieren lassen. Es ist auch vollkommen okay, wenn man erstmal am Anfang nur 100 Euro verdient mit irgendeiner Idee und selbst wenn man einfach nur auf den Flohmarkt geht und erstmal verkaufen lernt. Ja. Aber selbst das ist im Endeffekt schon eine Fähigkeit, die man ja lernen kann früh. Ja, ich weiß echt noch, dass ich früher auf dem Flohmarkt gar nicht so schlecht war bei vielen Sachen. Ich habe immer im Endeffekt so ein bisschen auch Hehlerei betrieben, kann man sagen, weil ich einfach von meinen Eltern so von ihrem Stand so die Sachen genommen habe, so irgendwelche Füllfederhalter und so und dann einfach so zu meinem Stand gegangen bin und die dann da verkauft habe und Gewinnmarge ist natürlich deswegen sehr gut gewesen, ja. Xiaomi. Kann man gut neue Leute kennenlernen? Ja, also genau, also ich sag mal so, mein Freundeskreis auf der Insel ist jetzt nicht so extrem riesig, weil einfach es ist im Endeffekt schon so ein ständiges Kommen und Gehen auch. Also viele Leute sind nur für eine gewisse Zeit mal hier, gehen dann wieder irgendwo anders hin. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sich so einen richtig riesigen Freundeskreis aufbaut. Also natürlich, also gibt es bestimmt Leute, die das machen. Aber ich war immer schon so ein Typ, genau wie bei meinen Kooperationen und so. Ich war immer eher so der Typ, so, der so ein paar Freunde hat und dafür halt richtig gute Freunde. So. Und Leute kennenlernen, also das geht's, wenn du es drauf anlegst. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Also ob du jetzt so businessmäßig meinst oder Tinder. Ja, aber wenn du so auch was so Unternehmertum angeht und so, das geht ratzfatz. Also das geht so schnell. Vor allem, weil ja, wenn Leute merken, du wohnst auf Mallorca, sehr häufig dann dir schreiben, wenn sie gerade vor Ort sind oder wenn sie dort zu Besuch sind. Also mir hat neulich zum Beispiel der Gründer von Finanzen.net einfach mal geschrieben und jetzt demnächst, nächstes Mal, wenn er auf Mallorca ist, treffen wir uns. Ja. Das heißt, man lernt hier schon wirklich spannende Leute kennen, die auch vielleicht hier irgendwo so eine Ferienwohnung haben oder oft mal im Urlaub sind mit ihren Kindern. Also man lernt hier echt, wenn man will, kann man jeden Tag neue Leute hier kennenlernen. Ne? Okay, und Mallorca ist natürlich auch nicht, einfach nur so ein Dorf, wie viele am Anfang denken, sondern ist jetzt schon, also da müsst ihr dann nach in Menorca vielleicht, da ist dann nicht mehr ganz so viel los, aber in Mallorca an sich, da gibt es auch genug Leute insgesamt und dann während der Saison sowieso genug, um jede Menge Leute kennenzulernen. Okay, dann machen wir jetzt noch so 2, 3 letzte Fragen und dann bin ich auch für den heutigen Stream raus. Ich hoffe, ihr habt irgendwas rausgezogen aus dem Stream. Vielleicht nur eine Sache, dann ist es vielleicht dieses Video halt mit What if money was no object. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Außer Christian Lindner, genau, ja. Das war einfach zu kurzfristig damals dann. Der musste dann irgendwie schon weg und hatte dann noch irgendwie einen anderen Termin. Und naja, bin ich betrunken? Nee, bin eigentlich nicht betrunken. Das hat hier nur so 5,6% oder so. Aber irgendeiner kifft hier schon wieder dermaßen krass. Das zieht hier alles hoch. Ist halt auch schon lustig hier auf der Insel teilweise, ja. Der Nachbar, der eigentlich hier, der gewohnt hat, den haben sie sogar, der hat sogar, glaube ich, Inselverbot oder so. Der hatte überall sogar Gras angebaut, der Horst. Der war auch ein richtiger Vollidiot. Falls du das hier siehst, ne, du weißt ganz genau, wer du bist ein Vollidiot. So. Selbstständige arbeiten selbst und ständig und selbst, genau. Ja, das ist natürlich ein korrekter Punkt. Und deswegen ist es halt so unfassbar wichtig, den Kiyosaki zu kennen und den Cashflow Quadrant. Und halt so diesen Unterschied zwischen diesem S- und B-Quadranten zu merken und halt zu überlegen, okay, der Unternehmer ist im Endeffekt nicht ein reiner Selbstständiger, sondern der muss sich halt Systeme erschaffen, die im Endeffekt dann auch funktionieren, wenn er gerade nicht effektiv Input
leistet, also irgendwie gerade die Schraube dreht oder das Brot backt oder eben irgendwo die Massage durchführt auf der Massageliege und so weiter. Weil es einfach nur, natürlich, wenn du rein als Dienstleistung pro Zeiteinheit arbeitest, einfach dein Verdienst oder das, was du an Mehrwert stiften kannst, immer begrenzt ist, ja. Wohingegen, also ich betrachte zum Beispiel meine ganzen Videos einfach als Angestellte von mir, ja, und das sind dann einfach auf diesem Aktienkanal mittlerweile auch schon 1000 Videos, das heißt, ich habe 1000 Mitarbeiter, die rund um die Uhr, ja, für mich arbeiten, rund um die Uhr arbeiten die für mich, keiner von denen würde jemals auf die Idee kommen zu streiken, keiner von denen kriegt Mindestlohn, nicht mal Mindestlohn, ja, die halten schön alle die Fresse, gehen zur Arbeit rund um die Uhr und fallen nie aus, ja, und das sind halt Angestellte, die ich richtig korrekt finde und das heißt, man muss auf irgendeine Art und Weise natürlich versuchen, diese Selbstständigkeit dann zu Systemen weiterzuentwickeln, Angestellte zu finden oder zu kooperieren mit anderen, dass man halt eben halt auch aus diesem reinen ständigen, ununterbrochen Arbeiten und so nicht in, also aus diesem Hamsterrad im Endeffekt rauskommt. Aber da gibt es, sobald man halt eine Sache angefangen hat heutzutage, die funktioniert, gibt es überall Möglichkeiten. Also sag mir irgendein Geschäftsmodell und irgendeine Sache, wo jemand selbstständig ist und ich sag dir sofort irgendwelche Ideen, die er machen könnte und testen könnte, um halt eben daraus ein richtiges Unternehmen zu machen. Also das ist echt nicht so schwer, ja. Also hier kommen viele Kommentare auch noch so von wegen, ja, was würdest du raten, wenn ich gerade 17 bin oder 18 bin und gerade am Anfang? Ganz einfach, Wertpapiersparplan, holt euch den Udemy-Kurs von mir mit Aktiensparplan, der kostet nur 12 Euro oder so, den könnt ihr euch einfach gönnen und da habe ich alles komplett hintereinander erklärt. Wenn ihr keinen Bock habt, die 12 Euro auszugeben, gar kein Problem, dann checkt einfach die Playlist hier auf YouTube, da ist es zwar alles ein bisschen konfuser und nicht ganz so kompakt alles genau dargestellt, sondern halt einfach in unterschiedlichen Videos immer mal zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwann mal hochgeladen, aber das ist die beste Möglichkeit, einfach anzufangen, einen Sparplan zu machen, sich in dieses ganze Thema einzuarbeiten, anzufangen und dann kommt der nächste Schritt schon danach, ja, also viele glauben immer, sie brauchen so diesen Masterplan von so 5 Jahren, 10 Plan, ich muss genau wissen, was in 10 Jahren ist, aber so funktioniert das halt nicht. Wissensaufbau funktioniert halt so und auch Erfolg, finde ich, funktioniert halt so, dass man halt eben von einem Punkt zum nächsten kommt, dann kommt der nächste Punkt, dann kommt wieder der nächste und dann kommt wieder der nächste. Also diese ganze Masterplan, Vision und so weiter, das ist für die Elon Musks dieser Welt vielleicht gut, aber ich glaube, für die meisten Leute ist es einfach besser, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, auf den nächsten Schritt zu konzentrieren und dann mit Fokus diesen Schritt anzugehen und sich nicht zu verzetteln und ganz viele Dinge immer gleichzeitig zu machen und zu glauben, man bräuchte irgendwie einen 5-Jahres-Plan oder so. Okay. Michael O'Leary als Vorbildkapitalist. Michael O'Leary, Kevin O'Leary, welcher ist nochmal welcher? Michael O'Leary ist, glaube ich, der von Ryanair. Ja, also top Vorbild auf jeden Fall. Wenn man sich anguckt, was der aus diesem Schrottladen damals gemacht hat, also guckt euch mal den Aktienkurs von Ryanair jetzt nicht in den letzten 2 Jahren an, sondern guckt euch mal den Aktienkurs von Ryanair in den letzten 20, 30 Jahren an und guckt euch an, dass der das Unternehmen halt einfach aus der Fast-Insolvenz aufgebaut hat hin zu einem Unternehmen, was einfach mega geil ist und unfassbar viel Mehrwert stiftet, ja. Ich musste jetzt letztes Wochenende nach Wien beispielsweise, sehr spontan, ganz kurz, und hätte ich nicht Lauder Motion gehabt, hätte ich mich da dumm und dämlich bezahlt, ja. Aber dank Ryanair habe ich schon so viel Geld gespart, dass ich sogar den Verlust, den ich mit der Aktie gemacht habe, wahrscheinlich schon wieder raus habe, weil ich einfach so viel Geld gespart habe, die ich nicht in Eurowings und andere Kacke pumpen musste, ja. Also an alle Eurowings-Mitarbeiter, es tut mir leid, ich nehme es zurück. Ja. Okay, Leute, also genau, die nächsten Tickets. Ich muss noch die 3 Tickets verlosen übrigens. Das mache ich jetzt noch demnächst. Ich mache morgen früh einen Instagram-Post und dann werden die Tickets verlost. Unbedingt zur P2P-Conference euch anmelden. Einfach mal p2pconference.com googeln oder halt einfach bei Dings eingeben. Ich freue mich einfach riesig auf euch. 7. und 8. Juni in Riga. Und ich habe mit Lars schon gesprochen, dass wir vielleicht sogar einen Tag länger noch bleiben, weil es gibt in Riga, genau wie in Tallinn, kann man ja so auf Shooting Ranges und so gehen. Und die sind da nicht so verklemmt wie die Holländer und andere, ja. Da kannst du halt einfach auf so eine Shooting Range gehen mit einer AK-47 so ein bisschen rumballern. Also da kann man auf jeden Fall noch Spaß haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die Leute, die sich für P2P interessieren, alle anderen, für euch ist natürlich vollkommen uninteressant. Für die, die es interessiert, ist es vielleicht ein cooles Event.
Okay, ansonsten, ja, jetzt, Sohn geht vor, ja, ich muss raus. 88, ja, genau. wo finde ich diesen Kurs für 12 Euro? Warte, ich gebe dir mal einen Link, den findest du einfach, wenn du jetzt udemy.com und dann Aktiensparplan. Udemy.com Aktiensparplan, die Domain habe ich mir gesichert gleich. Die, ja, kannst du sozusagen benutzen und dann kommst du direkt zu dem Kurs. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du auch Geld übrigens zurück fordern. Ja? Also ich will von niemand Geld haben, der nicht sagt, geil, das hat mir was gebracht, dann sofort Geld zurückschicken. Ich will nur Geld verdienen, wenn Leute sagen, geil, da habe ich auch was von und das war es mehr als wert. Okay, dann schönen Abend noch. Jetzt wird es auch langsam kühl und windig. Man sieht es, wie man sieht. Ja, es ist Wind im Haus. Und Leon fängt auch langsam an rumzuspacken hier. Und deswegen, wann kommt neues Koya investiert Video? Oh, sorry, ich habe das total verpeilt. So, jetzt ist auch aktuell noch extrem viel zu tun, aber es wird definitiv noch weitergehen. Keine Sorge. Aber ich kann immer nicht alles auf einmal machen. Und es gibt gerade viele Dinge zu klären in meinem Leben. In diesem Sinne, ich habe mich gefreut auf den heutigen Livestream und es hat mir Spaß gemacht mit euch, wie immer. Und deswegen, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao. Und wenn ihr noch kein Depot habt, wie gesagt, es gibt nur noch bis heute Abend 24 Uhr bei der Comdirect noch zusätzlich 50 Euro geschenkt. Hier unter dem Stream ist ein Link. Ansonsten, wenn ihr schon ein Depot habt, ist es natürlich für euch uninteressant. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Jetzt wird mir kalt. Macht's gut, Leute. Ich liebe euch alle. Ciao, ciao. Und auf der Invest unbedingt natürlich vorbeischauen.